Herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, heute auch mit dem No-Budget-Nerd. Wir haben es endlich mal geschafft. Ich habe dem gerade schon ein bisschen Ausrüstung gegeben. Das heißt, ich werde jetzt... Er kann auch einfach nicht die Fresse halten. Alter, weißt du, du kriegst hier Sachen geschenkt. Kannst du wenigstens mal bei meiner Einladung die Schnauze halten. Wie sich das gehört. Ne? Ja, Leute, ich freue mich da zu sein, dass der gute Ragnar mich eingeladen hat. Wir haben das tatsächlich schon ein paar Wochen geplant. Ist leider nie dazu gekommen. Weil immer irgendwas zu tun und ja, heute ist es endlich soweit. Ja, und weil er keinen vernünftigen Rechner hat. Ich habe tatsächlich überhaupt keinen Rechner, ich bin tatsächlich ein Konsolier. Ich zocke 7 Days schon seit Jahren in der unfertigsten ever auf der PS4 und ja, es ist, wie gesagt, es ist hart unfertig, aber es macht trotzdem mega viel Spaß. Freue mich jetzt gerade tatsächlich mit Ragnar das aktuelle App-Deck zu zocken. Das ist ganz schön geil, ehrlich gesagt. Ja, das sieht viel schöner aus als bei dir. Selbst auf diesem Pimmel-Laptop. Das auf jeden Fall, ja. So, wo treibst du dich jetzt rum? Ach, da bist du. Ich bin draußen mit Titty Twister, ich schlag ein paar Steine. Was machst du? Ich schlag ein paar Steine. Du schlägst Steine. Du hast sah gerade aus, als hättest du ein Auto geschlagen, aber okay. Ich glaub dir das einfach mal. Nö, das war ein Stein. Ich sehe gerade, zwei Äxte brauche ich nicht machen. So, dann brauchen wir eine Hacke. Ja, wir haben uns dann doch... Du wolltest auf jeden Fall Blei haben, ne? Ja, gib ran hier. So viel wie geht. Ich muss mal was finden, oder? Wir wollen ja Glas machen. Das kriegst du jetzt einfach, indem du diese dicken Steinbrocken abbaust, die hier überall in der Gegend liegen. Dude, erstmal ohne Scheiß, ne? Ich spiele 7 Days schon viel, viel länger als du. Ich weiß, was ich... Ja, und ich weiß, dass das in den alten Versionen anders war. Also immer noch, nein, das ist immer noch genau gleich. Ach, quatsch mir die voll. Quatsch du mich nicht voll? Gehst mir jetzt Stoff in den Sack. Geh doch weg, Alter. Ist er nur am Scheißel labern? Wieso hab ich hier eigentlich eine blöde Schaufel zerlegen? Ach nee, die kannst du haben. Wieso bin ich eigentlich immer noch nackt? Ja, weil du dir noch nichts gebaut hast, vielleicht deswegen. Sag mal, bist du so richtig nackt? Ich denke schon. Was ist denn der Pimmelfall? Da ist ein Pimmelfall. Ja, du kannst dich übrigens auch erstmal mit Essen und Trinken ein bisschen ausstatten. Da du den Scheiß, den ich hier verzapfe, ja guckst, weißt du, wo es liegt. Das ist richtig. Ich bin einer deiner 6 Zuschauer. Way! Ich bin immer wieder erstaunt. So, hast du jetzt schon Blei für mich? Ich habe noch nicht mal so einen lustigen Brocken gefunden, Alter. Und ich merke aber gerade, wenn ich hier auf Dinge einhacke, dass du nichts kannst. Ich hacke gerade auf einen Baum ein. Da bricht die übelst zusammen. Echt? Ja. Was für ein dreckiger Mist-Laptop. Ich wünschte, ich würde das wieder auf der PS4 zocken können. Das wäre cooler. Ja, ich wünschte auch, du hättest Geld. Du könntest dir selbst einen PC leisten. Aber ich bin doch der No-Budget-Nerd. Ist mir kackegal, ob du der No-Budget-Nerd bist. Wenn du vernünftig spielen willst, dann sieh zu, dass du Geld irgendwo herkriegst. Kauf mir eine PS4. Ja. Und kannst das Spiel dann trotzdem nicht vernünftig spielen. Natürlich. Seit Jahren. Was meckerst du da hinten, Nettie? Ja, das war übrigens meine bessere Hälfte. Alter, zieh dir eine Hose an. Fick dich, Mann. Ihr Bastard. So, geh hier lieber Stein kloppen. Was? Ich brauch Blei. Ja, wo ist hier ein Stein? Ja, ich hab hier halt schon... Da ist einer. Ja, mach kaputt. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Ich sehe auch einen. Achso, das ist der, den du auch siehst. Super. Ja, also ich erkläre dir das nochmal kurz. Ach komm, hör auf. Ich bin... Ne, also wenn da so ein, in diesem Spiel weit voraus. Ne, wenn da so ein komischer Typ kommt, mit komischer Gangart, den musst du kaputt hauen. Ne? Guck mal, ich habe schon 14 Blei. Wie viel hast du? So, 20. Mehrere. Lass mich den Stein erstmal kaputt gehauen haben. Dann erzähl ich dir das. Ja, du mit deinem Pimmelcharakter, Level 0 und so. Ja.
Ultra Noob, Nix Junge. kann er. Übrigens ist er in 14 Stunden Blutnacht. Das ist sehr gut. Ich habe 7-mal Blei. Oha. Ist ja ein Anfang. Ja, ne? Du solltest übrigens irgendwelche Autos auseinanderschrauben, wenn du eine Ratch hast. Dann Batterien einschmelzen. Es gibt auf jeden Fall 300 Blei. Jedenfalls damals auf der PlayStation. Ich weiß ja nicht, wie das hier auf dieser Blume ist. Das ist eine gute Frage. Ich muss erstmal hier Pimmelköpfe hauen. Zack. So. Ich glaube, ich komme mal zu dir. Ich habe den ersten Schädel gespalten. Das ist, glaube ich, nicht so schlau. Wir müssen ja Das so ist sch nicht so. ja, wir müssen ja erstmal so schnell wie möglich ein bisschen Blei finden, damit wir ein bisschen Glas herstellen können, damit wir mein schönes Haus am See beziehen können. Aber du willst jetzt Blei für Fenster haben, Ja, oder? Wie ich natürlich. das in der letzten Folge gesehen Ja, habe. ja. Meinst du nicht, du solltest dich erstmal auf die Verteidigung konzentrieren, anstatt auf Fenster, Alter? Alter, das sind ist, panzerbrechendes Fenster. Also Panzerglas. Vielleicht solltest du Poster herstellen, tragende Poster, Tragende die Poster, dann. ja, mit Post-its. Alter, jetzt sehe ich hier so ein paar hässliche Knie im Bild. Pimmelkopf. Hier, guck dir meine Eier an. Ups. Alter, geh wen an der Teabaggen, ganz ehrlich. So, ich habe hier. Weißt du was? Ich werd nebenbei meine fertige Kleidungsstücke Quest fertig machen, damit ich was anhab. Ja, das Damit ist du eine gute Idee. meine Schleppertechnik sehen musst. Ja, damit ich hier dem R-Rating entgehe, ne, und hier keine Pornografie im Bild habe. Ultra. Ja, das ist total großzügig. Oh, ich habe ein Vogelnest gefunden. Wahnsinn. Und drei Eier. Wie gut ist das? Gönn dir. Ne, und zwei davon gehörten nicht dir. Ich bin der Eineiige, ja? Wenn du das so willst. So, ich weiß auf jeden Fall, dass ich irgendwie schon mal Blei gesammelt hatte und das war definitiv mehr als eins. Ich bin, was das angeht, schon wieder maximal genervt und schon wieder richtig hart durstig. Was soll das denn? Der Pickhacke um mich kloppen macht halt Durst. Schluck, schluck. Hast du dir eigentlich das Haus auf der Karte markiert? Nein, noch nicht tatsächlich. Das ist ein guter Tipp. Danke, weiser Partner. Ne? Endlich weiß mal einer, wie man mich anzusprechen hat. Läuft. Endlich hat er die Anerkennung, die er sich begehrt hat. Ja, mein Selbstbewusstsein steigt in Aber grenzenlose ja, Höhe. ich habe auf der Map mein Schlafsack jetzt und das ist automatisch markiert. Aber ich kann noch mal eine schnelle Markierung machen. Das siehst du, da muss ich auch noch mal einbauen. Ich bin jetzt irgendwie zweimal gestorben und er hat mich irgendwo in der Villa Pampa ausgesetzt. Ich glaube, das hatte. Ich glaube, mein Spawnpunkt wurde da irgendwie durch das letzte Update einfach mal gecancelt. Das ist natürlich nicht so gut, ne? Ach, nicht? Hat mich nur einen halben Tag gekostet. Alter, du und dein dreckiger Sarkasmus, ne? Fick dich doch einfach. Ach, weißt du was? Ich werde mit Freuden mit ansehen, wie sich die Zombies in der Nacht einfach zu Klump hauen. Das ist eine echte Bromance, Leute. So müsst ihr euch Liebe vorstellen. Ja, also ich werde dir die Tür vorm Gesicht zuschlagen. Der will mich doch Aber hören. da sie freigeschalten ist, komme ich trotzdem rein. Ja, noch. Ja. Ist ein fucking Tastendruck. Dann war's das mit dem Piktigowski. Ja, wenn ich links oben in meinen Bild gucke, steht da The Big Ligowski. Ja, denn The Big Lebowski ist mein PS4 und Steam-Account, den ich dank dir habe. Aber PS4 heiße ich übrigens auch The Big Lebowski. Hast du übernommen, sagst du ja? War ich ja Namensspender. Ich denke, nee, war Käppchen damals nicht Namensspender? Nein, das war meine ich definitiv. Also ich habe jetzt genug Blei für eine Scheibe. Yay. Ich habe auch noch mal 7 Stück. Ja, dann kommen wir auf. Also, ja. Dann schaffen wir zwei. So, ich nehme mal die Autos hier vorne auseinander. Wo ist meine Ranch? Nehme ich nicht mal mit. Ich den Scheiß nie brauche. Beziehungsweise ich brauche sie ständig, aber ich habe immer Besseres zu tun. Beziehungsweise ich mache einfach nie das, was ich mir vornehme zu tun. Ich kenne das irgendwo ja tatsächlich. Dann kriegen wir hier ein bisschen Blei raus. Null. Super. Ganz viele Pissteile, aber kein Blei. Hast du eigentlich irgendwo Eisenstecker? Ich würde mir gerne mal so einen Eisenversteckten Knüppel bauen. Du hast doch eine Feuerwehraxt, Alter. Zehnmal mehr Das Schaden. ist.
Geht ums Prinzip. Nee, ich. Ein eisenverstärkter Knüppel ist männlicher als alles andere. Na, wenn du das sagst. Nee, ich habe tatsächlich kein Eisen mehr. Ich habe jetzt gerade 61 hier aus dem Auto rausgeholt. Also wenn du vorbeikommst, kann ich dir ein bisschen was geben. Ich werde auf jeden Fall erstmal auf dich einschlagen. Voll daneben, du Idiot. Hier liegt auch. Hier, hol dir, was ich wegwerfe. Hab ich. Ne? Friss, was ich ins Klo schmeiß. Alter, wieso habe ich hier ein Loch in der Wand? Das ist denn hier nicht richtig? Alter, dafür brauche ich 100-mal Eisen. Alles was, dann schmelze ich den Mist ein. Du schmelzt hier meinen guten Kram ein? Nein, erstmal das Roheisen schmelze ich ein. Boah, ich glaube, irgendein Pimmelzombie hat mir hier tatsächlich meinen Schlafsack zerklump gehauen. Denn da, wo jetzt deiner liegt, liegt eigentlich mehr meiner. Den habe ich da weggenommen. Du hast meinen da weggenommen. Ja. Also da, wo jetzt hier meiner liegt, ne? Hier bei der Schneckhouch. Der lag hier schon, den habe ich einfach aufgehoben und da wieder hingelegt. Aber so. Hier lag auch einer. Ja, den habe ich auch schon. In Anbetracht dessen, dass wir uns hier der Blutnacht nähern, sollten wir die Schlafsäcke vielleicht aufs Dach legen. Auf jeden Fall. Sag mal, jetzt öffne doch mal die Truhe hier. Ich will das Dach machen. Wie? Öffne doch mal die Truhe. Die sind doch alle offen. Hier, also. Die hier ist gesperrt. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich die entsperre. Ah, hier. Zack. Hier kannst ran. Goldig. Immer ein bisschen Blei einschmelzen. Mach das mal. Kannst du schon mal zwei. Ach ne, die Scheiben stelle ich selber her. Ich brauche das befriedigende Gefühl. Ja. Und dann hau ich noch ein bisschen Roheisen rein. Hab ich auch noch eine Menge da. Ich habe noch Nitratpulver im Kohlebohr. Das ist sehr gut für oder wichtig für Schwarzpulver. Wo hast du das? Liegt alles vorne in den Hängeschränken. Vor der Tür. Welche Tür? Vor der. Also einmal aus dem Schmiedezimmer raus und dann. Links. Genau. So. Skycrusher kann ich nicht weiter. Warum ist denn. Jetzt mal ohne Scheiß, Dinge. Warum ist hier ein Klo auf dem Tresen? Was? Achso, das lag in der Kiste drin. Hast du wieder nicht aufmerksam geguckt, ne? Hab ich denn wahrscheinlich nicht. Ja? Das Gute ist, du hast in deinem Klo Wasser und Tee und alles. Also, das ist mal. Das ist Ultimate. Ne? Das ist einmal saufen auf Next Level. So. Ja, also bei mir hier in der Hütte gibt's noch Festival-Feeding. Ja, unbedingt. Ich war schon auf jedem Festival, wo man aus Alpen Klo schießt. Ja, wenn du das noch nicht gemacht hast, dann warst du quasi auf noch keinem Festival. Du hast noch nicht mal den Wandtresor hier entsperrt. Ja, da war ich zu faul für. Außerdem dauert das mit den Beginner-Tools zu lange. Und dann habe ich zwischendurch einfach vergessen, dass ich es habe. Also, dass der da ist. Duld. Nimmst du das jetzt. Nimmst du den jetzt auseinander, ja? So, ich sammle hier fleißig weiter Blei, damit dir ja nichts anzufangen ist. Und du meinst, du müsstest die Klamotten machen und so ein Scheiß. Du kannst mich mal. Ja, würde ich ja, aber du sitzt 5 Meter weit weg. Ja, man könnte jetzt glauben, der Nerd würde irgendwie zu Hause sitzen. Nein, wir sitzen 5 Meter auseinander. Und wir würden nebeneinander sitzen, würden unsere Mikros keine Rückkopplung ausspucken. Richtig, deswegen. So, eigentlich wollten wir ein bisschen kuscheln, aber ist nicht. Weil. Ich habe extra mal. Extremer Hall und so. Ja, ich habe extra meine sexy Hintergrundbeleuchtung hier angemacht, aber. Und ich sitze in einem abgedunkelten Kämmerchen, das ist mal ohne Scheiß. Kämmerchen, Alter, du sitzt unter einem Panoramafenster, kannst du mal aufhören rumzulullen. Ein Panoramafenster, nennst du das? Ich nenne das Dachschräge. Alter, ich kann dein Haus von da aus sehen. Fast. Ich habe ein Haus. Naja, also ja, im Sinne von so die Baracke, in der du wohnst. Also das Ding da mit dem Wellblech drauf. Das bist mir zu. Leute, auch wenn ihr denkt, wir hassen uns, ja, tun wir, aber wir lieben.
Ne? Das ist so, das ist so ein Pummens Hassding. Alter, ne? Also, wenn ich bis jetzt so gut wie keine Zuschauer hatte, also spätestens nach dem Spruch habe ich keine mehr. Das ist doch gar nicht mal so schlimm, oder? Du vermisst doch fast gar nichts. Nö. Es sind nur 5 Leute weniger, also das ist nicht die Welt. Also ich gucke dir weiterhin zu. Ja, selbst schuld. Durch das ganze Quatschen und so habe ich ohne Scheiße jetzt völlig vergessen, was ich eigentlich machen. Du wolltest irgendwas mit Eisen. Ja, das habe ich schon alles eingeschmolzen. Du wolltest den Eisen verstecken, Knüppel bauen. Ja, dafür hatte ich aber nicht genug Eisen. Ja, deswegen hast du ja was eingeschmolzen. Mein Kühlschrank. Ist das hier Jesus Christ an der Wand oder was? Du hast hier einen Typen mal da an der Wand. Das ist, glaube ich, Bob Dylan. Nein, keine Ahnung, wer das ist. Der war da. Ne, es ist auch. Mach ihn weg. Ne, ich habe mir gedacht, das ist ein tragendes Poster, bevor ich irgendwas kaputt mache. Bin ich vorsichtig? Ah, zu Recht. Guck mal, du hast hier, ich sehe gerade, du hast 2 Bleibatterien. Warum schmelzt du die nicht einfach ein, wenn du so unbedingt Blei brauchst? Ja, dann schmelzt sie doch erstmal ein. Davon findet man noch echt genug. Ja, das glaube ich auch, zumal ich noch ewig viele Autos rumstehen habe, die ich da noch vernünftig zurechtdaddeln kann. Und dann genug Batterie wiederfinde. So, ich habe jetzt auch wieder ein bisschen Blei. Wir sind es 106 schon wieder. Ich habe tatsächlich nochmal quasi hier Bergbau-Loot geskillt. Das bringt nochmal ein bisschen was. Ich habe auch. Ich kenne ja bloß den alten Skillbaum aus der PS4-Fassung. Das hat sich ja hier drastisch geändert. Ja, das ist. Da muss ich erstmal ein bisschen durchsteigen, tatsächlich. Aber ansonsten. Jo. Wie klar, sagst du, ja. Also, wir haben es jetzt 10 Uhr morgens. Wieso stehst du hier so lange langweilig rum, ey? Ich bin gerade im Menü, Alter. So. Habe ich eigentlich noch Essen? Warum habe ich eigentlich so einen ewig langen Bart? Den hast du dir gemacht. Deswegen vielleicht. Ja, ich gemacht. Ja. Kann ich mich gar nicht mehr dran. So. Oh, ein bisschen Schinken. Ich habe kein. Was wollen wir Schinken? Ich habe nicht mal mehr Dings im Inventar, ey. Nicht mal mehr Essen. Aber ein Jagdgewehr Stufe 3. Das finde ich, glaube ich, erstmal gut. Ich habe eine Dose Chili. Nö, ich mache mir gerade Speck. Oder anders ausgedrückt, ich mach was Leckeres. So, jetzt haben wir schon mal ein bisschen Blei. Jetzt können wir erstmal ein bisschen Glas machen. Hoffe ich. Brei, Junge. Nee, kenne ich nicht. Weil Steine fehlen. Ich muss Steine da reinbringen, echt jetzt. Gut, dass ich 3000 rumliegen habe. Kotzt aber jemand ab. Halt's Maul. Wolltest du gerade so tun, als wäre das ein Kuss oder so? Das war eine versteckte. Ja, das war sehr liebevoll. Danke. Danke, danke. Es schnarrt. Ja, aber nur bei dir. Bei mir klingt das alles gut, weil dein Rechner kacke ist, aber da. Es ist dein Rechner, den ich nutze. Ja, es ist mein 10 Jahre alter Rechner. Ja, kacke. Ja, natürlich. Macht aber gar nichts. So? Nein. Das geht voll klar. Raus hier. Aber du kleiner Pimmelkopf, ey. Wo ist denn meine ganze Munition hin? Das ist doch zum Kotzen, ey. Ne, jetzt mal ernsthaft, wo ist meine ganze scheiß Munition hin? Hier war Munition, Mann. Ja, aber ich hatte eigentlich 114 Schuss bei mir im Inventar. Jetzt habe ich 0. Und hier ist auch keine. Nichts. Was sind das für ein Schrott, ey? Hab ich eine verarschen? Aber hier sind nochmal 5 Kerzen, die nehme ich nachher erstmal mit. Und Glas. Die schmelzt sich ein. So, kann ich jetzt hier Glas machen?
Nein, ich kann auch kein Panzerglas machen. Warum kann ich kein Panzerglas machen? Was fehlt denn hier? Crucible required. Was ist denn Crucible? Ach so. Da brauche ich. Sag mal, Digi, was ist eigentlich dieses HDHQ Firepine? Was? Das ist irgendwas, was durch die Motter zukam. Schmeiß mal auf den Boden, ich guck's mir mal an. Warte. Dropped. Achso, das sind Bäume. Das sind Bäume? Das ist Saat für Bäume. Warum steht das denn hier einfach so da? Steht's auch mehr oder minder. So, also das mit dem Glas wird nichts mehr. Einfach weil ich die Dinger auch nicht habe. Einmal diesen. Crucible, was brauche ich denn dafür? Ach doch, die kriege ich zusammen. Dann brauchen wir erstmal. Zack. Aufnahme läuft. So, und dann hänge ich das einfach hinten ran und sage: Oh, wie ist das denn passiert? Aber jetzt mal im Ernst, warum ist die ausgegangen? Das ist tatsächlich belastend. Ja, Leute, ich weiß nicht, wie viele ihr jetzt verpasst habt, aber ihr habt's verpasst. Wir, also, egal was ihr verpasst habt, viel war's nicht. Denn wir sind ja eigentlich nur rumgelaufen, haben Blödsinn gelabert und, ja. Ein paar Sachen fertig gemacht. Ein bisschen Sachen eingesammelt. Michi hat sich ein bisschen ausgerüstet. Oh, mein Kühlschrank ist wieder voll. Wie? Ja, ich kann, hast du das eingepackt? Nee, ich kann mein Haus hier wieder looten. So, jetzt mach ich mal die. Ich hab eine Knarre Level 1 gefunden. Fehlt's eine Mission dafür? Ja, ich hab immerhin Knarre Level 2 schon. So, ich hau jetzt mal hier den Wandtresor auf. Und guck mal, was dabei rauskommt. Klonk, klonk, klonk. Ich hoffe, da kommt auch was bei rum. Ne, Mr. Ich. Das muss ja immer auf. Da sind so tolle Sachen drin. Das lohnt sich richtig. Wehe nicht. Was ist denn jetzt eigentlich gerade dein Problem? Ich brauche einen, den ich voll quatschen kann. Ja, geil. Compound-Bogen Level 7. Level 6. Den nehme ich tatsächlich gerne. Vielleicht sogar ein bisschen Stuff für dich. Hast du eigentlich schon einen Bogen oder sowas? Nö, ne? Ja. Doch? Gut. Meine ganzen Pfeile sind auch weg. Ich kotze, ey. Zerlegen. Jagdgewehr 2, 3. Ich kotze richtig. Im Strahl. Gut, dann nehmen wir jetzt die mit. Hier bleiben. Scheiß hier, ey. Das kannst du zerlegen. Rüber damit. Schrufende Jagdgewehr, gut. So, jetzt schmeißen wir nochmal wieder ein bisschen Kram weg. Ich bin schon wieder voll mit dem ganzen Mist, Benny. Hm. So, hatten wir uns jetzt eigentlich darauf geeinigt, wo wir bleiben? Ich glaube nicht. Das ist natürlich auch nicht so gut, ne? Ach nicht? Also wenn wir das Dings noch rechtzeitig fertig kriegen hier, das Glas, dann würde ich tatsächlich sagen, lass oben bleiben. Ist aber die Frage, ob wir das hinkriegen. Wie weit bist du denn, wie lange nimmst du denn jetzt schon auf? Bis auf mal eine Stunde, Ich weiß nicht, wie lange das jetzt ist. Oh, ich habe Besuch hier. Ich glaube, hier will einer rein. Alter, du hast echt so ein Holzbalken-Teil da reingesetzt. Geil. Das habe ich eine Quest, dann bin ich sie zu Ende. Ach so. Oh, guck mal. Im Schlafanzug. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so eine schon mal gesehen habe. Auf jeden Fall ist sie jetzt tot. Na toll. Wo das Exemplar auch noch. Ja, es war das erste und letzte wahrscheinlich. Nie wieder wird so eine ihrer Art hier auftauchen. Nicht zu fassen mit dir. Ja, ich weiß. Kein Anstand, keine Moral. So, das erste Glasteil ist tatsächlich da.
zwei davon. Und jetzt geht mir auch schon das Glas aus. Super gut. Das ging mal schnell. Ich hätte gedacht, es geht eher das Blei aus. Aber okay. Ja, ein bisschen Bruchsand und wir hatten dann noch. Alter, was wäre denn hier so aktiv gerade? Was fühlst du hier? Russland brauchst du auch was für. Alter, hier ist richtig was. Hier ist so ein Typ im Strahlungsanzug gerade. Also irgendwie läuft es hier tatsächlich ein bisschen seltsam. Ich habe die letzten Folgen auch immer mal gehabt, dass sich auf einmal so eine Riesenrotte von Zombies zusammengefunden hat. Und mitten in meinem Weg aufgetaucht ist. Ja. Passiert gar nicht mal so selten. Ja, habe ich gemerkt. Wie hoch hast du eigentlich den Zombie-Indikator? Der was? Den Zombie-Indikator. Also ich mache immer auf 150%, damit kommt nicht was los. Weiß gar nicht. Muss mal gucken, ob ich das nachträglich noch ändern kann. Wäre ja eigentlich ganz cool. Doch, kann man. Erstmal muss ich hier schon wieder für Ruhe sorgen. Das ist nämlich schon wieder der nächste da. Also, irgendwie, da ist noch einer. Also ich farm auf jeden Fall. Bitte? Deswegen, ich farm auf jeden Fall gerade ein bisschen. Ich Ja. mache mich. Ich verteidige gerade mein Haus. Irgendwie haben die gerade alle nichts Besseres zu tun, als hier anzutanzen. Dein Haus ist unser Haus. Das ist der Titty Twist. Ja, unser. Ich weiß nicht, wie ich das vergessen konnte. Ja. So, ich nehme jetzt hier den Einkaufswagen auseinander und hoffe, es gibt coole Teile. Ich sehe schon, dass ganz schön gewesen. Was? Ich sehe schon, dass ganz schön remediert. Ja. Also irgendwie kommt dein Ton hier nur noch sehr Hier ist beschissen jemand an. hier. Ich glaube, dein Laptop wird gerade ein bisschen warm. Möglich? Ja, wahrscheinlich. Hochwahrscheinlich, möchte ich sagen. So, also 10 Glasteile habe ich in 6 Minuten etwa. Und nochmal zwei Rundungen. Ich hätte gern noch mehr, aber leider ist das nicht drin. Fünf immer gleich, okay. Ach, ich glaube, ich weiß, wie die Aufnahme aufgehört hat. Ich bin bei meinem Tippen, glaube ich, darauf gekommen, dass. Geh aus. So ein Idiot, ja. Danke, danke, danke. Sehr aufdringlich, sehr aufdringlich. Bist du immer noch in der Schmiede? Bitte? Ich weiß nicht mehr. Ah, oh, hier ist alles voll. Wie, das Eis voll? Ja, natürlich ist Eis voll. Was brauchst Ich du? leg hier mal Blei rein. Ich leg hier Blei rein, damit du das einschmelzt. Ach so, ja, leg rein. Das ist nicht das Ding. So, so. Wozu braucht man eigentlich altes Geld? Altes Geld, das kannst du zerlegen. Wird Papier daraus. Yay. Ne? Erstmal haben. Gab es bei dir eigentlich schon Stromleitungen und so einen Scheiß? Nee. Nee. Gar nicht. Also hier kannst du jetzt tatsächlich damit so Stromdraht verlegen und sowas. Wo die dann reinrennen. Sowas würde ich ganz gerne auf der PS4 haben. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe nur mal, dass Funpip sich die Rechte von Telltale. Weil in einem Interview haben sie mal gesagt, ja, das ist schwer zu machen. Die haben ja auch einen Mega-Job, dass Sephora ist für die Person. Ja, war cool, aber. Keine Langzeit-Produktion. Das Nee, war echt. hat nicht gereicht. Hat nicht sollen sein. Wenn man daran arbeiten würde, dass man da zum Beispiel gut hätte, das wäre zum Beispiel ziemlich cool. Ja, aber das bisschen, was man da rausholen kann, ist tatsächlich nicht die Welt. Boah, nervt das mit dem Glas, ey. Das brauchst du so ewig. Also wirklich ewig und 3 Tage. Ich habe jetzt hier 5 Teile. Ist ja nicht auszuhalten. So, jetzt mal das Blei hier weg. Das Blei ist echt Mangelware, ne? Krass, hätte ich nicht gedacht. Was war das denn, Alter? Ist ja widerlich. Dein Gesicht ist widerlich. Ja, das weiß ich. Das ist auch schief, aber. Was hat das mit deinen Körperausscheidungen zu tun? Welche Ausscheidung, Ja. Alter? Verschlucke ich mich glatt mal. Bitch.
Ja, am Arsch. So, warum kann ich davon nicht mehr bauen? Was fehlt denn da jetzt so fett? Ja, ist tatsächlich nicht ersichtlich, was da mehr fehlt. Ich will mehr Glasscheiben. Warum kann ich da nur eine von machen? Ich habe genug Clay, ich habe genug Iron. Ich habe auch genug Blei für zwei. Ich habe genug Steine für zwei. Ach, Glas fehlt. Was auch sonst. Na ja, gut, das ist ja gleich behoben. Dann kriege ich nochmal zwei. Ey, du, dein Kühlschrank ist voll. Ich will mal die Eier... Willst mir alles wegfressen, ja? Nee, das... Nein, ins Lager legen. Ja, das kannst du mal ins Feuer legen, genau. Ich mache dann gleich noch ein bisschen Bacon. Bacon. Wieso habe ich eigentlich nur noch 70 Lebenspunkte getrunken? Weiß ich nicht. Oder hast du mich geschlagen? Oder? Ja, das... Hast du mich angegriffen? Das kann sein. Dreckiger. Hey, Entschuldigung, wer kommt denn hier immer mit der geschwungenen Axt an und meint, er müsste mich verprügeln? Das hat alles seinen Grund. Ja, sicherlich. Ich kenne dich auch privat, ich habe meine Gründe. Ja, räume ich dir auch voll und ganz ein, aber... Nichts das arbeiten, hat ja, das aber kannst du dir sparen. Das hat ja hier nichts mit dem Spiel zu tun, weißt du? Was ist los? So, wie viel Leben hast du jetzt noch? Noch. Oh, ich habe 71. Schlag nochmal. Echt, hast du mehr bekommen? Ich habe 71 jetzt. Ja, warte, ich heile dich. Komm her. Ja? Die gute alte. Ich bin hinter dir, du Dussel. Nee, ich bin Dr. Axt. Hier. Heilen. Nee, jetzt bist du gar nichts. Jetzt finde ich Ausdauer. Ist das... Jetzt verlierst du Ausdauer? Ja. Oh. Dann war das wohl nichts. So, und trinken wir nochmal einen Schluck. Füllen hier nochmal ein bisschen Tee auf. Packen das Fleisch wieder zurück. Was machst du da für komische Geräusche? Alles gut. Das ist dein Problem, Digi. So. Ich glaube, wir sind an einer halben Stunde schon. Ja, da sind wir schon ein paar Mal drüber. Pause machen. Sind wir schon ein paar Mal drüber. Nee, wir warten jetzt, ob das Glas fertig ist. Und dann gehen wir eine rauchen. Und dann können wir gleich weitermachen. Ne? Ich weiß auch noch nicht, ob ich das einfach in mehrere Folgen aufteile. Doch, wäre ganz cool. Ne, dann müsste ich. Ja, mal schauen. Mal schauen. Ne? Aber wir warten jetzt hier noch 2 Minuten auf das Glas. Wollen wir nochmal gucken, ob wir ein paar Zombies töten können? Klar, wieso nicht? Aber sag mal, wo sind denn hier die Einstellungen für dieses Zombie, dass die den Zombies. Das kannst du bloß im Hauptmenü machen, wenn du aus dem Spiel raus bist. Achso, ja, das ist ja ärgerlich. Nee, das macht aber auch Sinn. Du kannst ja nicht einfach so ein Spiel. Das wäre. Das gibt. Bei der PlayStation macht das vielleicht keinen Sinn, aber hier. Ach komm schon, Alter, er ist doch ne. Weißt du? Ey Leute, ohne Scheiß, ihr müsstet mal sehen, wenn er versucht, seinen Rechner zu starten oder irgendwas drauf zu machen, es funktioniert nie. Und er hat einen Top-Rechner. Er hat hier eine Man Cave drin, ne? Das ist unglaublich, was wir hier zusammen haben. Ne? Aber es funktioniert einfach nie, weil PC. Ganz einfach. Ne? Ich zu Hause, Alter, ich drücke den Startknopf auf meine PlayStation und hab meinen Spaß. Alles ist wunderbar. Und wenn der gute Herr Bertholdsson hier irgendwas starten will, es dauert Stunden, weil nichts funktioniert. Und warum? Weil PC einfach Bitch. So, meine kleine laufende Hass-Tirade, bist du jetzt fertig? Ich hab dich auch. Ja, ne, das war jetzt dieser Versuch hier irgendwen zu dissen. Ist ja, hast du. Ne? Jetzt geht's los. Ich bin ja fast stolz auf dich. Leute, macht euch bereit, es wird episch. Ne, aber das war ja schon wieder so eine Luftnummer. Also, ach komm schon, ne, oh, jetzt komme ich da. Mit so einer ganz platten Unterstellung. Ja, bei seinem Rechner, da funktioniert ja nie irgendwas. Da ist ja alles immer nur. Bäh. Genau. Oh, ich bin angesprungen. Guck dir das an. Ja, hast verdient. Ich hoffe, es ist keine Frau. Nee, das ist ein dicker Alter. Ja, das hast du verdient. Definitiv. Ja, ich hab den Kopf gespalten. Ja, ich hab dafür Erfahrung bekommen. Dankeschön.
Du hast dafür Erfahrung bekommen? Ja, 700 noch was. Sie bescheuern, wieso habe ich nichts bekommen? Stand auf meinem Bildschirm. Shared Experience. Sonst muss das ich mal. Ist schön, ich habe nichts bekommen. Sonst muss ich mal einen töten. Und dann gucken wir mal, ob das bei dir auch steht. Ich hoffe nicht. Bitte mal. Das Gute ist, ich habe ihn mit einem Schlag gespalten. Ich bin hart stolz. Ja. Da schwellt sich mir doch glatt der. Ja, ist ja egal. Ne? Also dank der tollen Axt, die ich dir gebaut habe. Ja, da bin ich ja auch hart dankbar für. Ja. Würde ich auch hoffen. Meine teuren Ressourcen habe ich verschwendet. So, du wolltest mich jetzt diskreditieren, zwecks PC und so. Achso, du willst da wieder ansetzen? Ach, komm. Nee. Okay, hier ist einer. Wenn du Zombies schlachten. Ja, du musst den Zuschauern jetzt aber auch. Ja, ich weiß nicht mal, wo du bist, du Pimmelkopf. Ja, dann guck doch. Alter, am Arsch der Heide bist du. Ja, warte, ich komm zu dir. Kannst du dir mal meine Richtung locken? Er ist tot. Ja, super. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob ich auch Erfahrung bekommen habe. So, siehst du, da fällt mir ein, ich wollte noch ein paar Pfeile machen. Tütüdü. Ich mache jetzt noch ein paar Pfeile, hoffe ich. Moment, Pfeil. Wo ist noch einer? Eisenspitze aus Pfeil. Ich habe aber kein Iron mehr. Das ist schlecht. Ja, töte den mal. Du machst das schon. Das Glas ist fertig. Das heißt, wir können jetzt Pause machen. Kommst du ins Haus? Ich komme ins Haus. Ich habe nur gerade noch ein Level up. Ja. Iron. Kann ich hier nicht einfach... Oh. Iron Plating. Nett. Steckte Metallverkleidung. Eisenbrustpanzer. Nett. Eisen. Geht doch. Spuck mal mein Eisen wieder aus. Ich will das haben. Du hast noch über 1000 Roheisen. Wieso hast du mir nicht angeschmolzen? Ja. Ja. Das ist wie wichtig der ist da. Ja. Mir ist durchaus bewusst, dass Eisen wichtig ist. Aber da wurde irgendwas anderes die ganze Zeit eingeschmolzen. Scheiße. Hast du übrigens ein bisschen Heilungsmaterial? Ich habe jetzt meine einzige Binde hier. Ja, meine sind tatsächlich auch alle weg. Echt? Ja. Sollten wir Aloe Vera farmen? Ja. Gebe ich dir organisieren. Gebe ich dir recht. Ich bin im Haus. Ja, gut. Ich stehe hinter dir. Ich brauche gerade noch... Du Pimmelkopf, ey. Oh, guck mal, hier ist noch Eisen. Das ist ja super. Hast du mir Bogen in den Rücken gejagt, ja? Was? Ich hab den Pfeil in den Kopf gerammt, Mann. Naja, komm. In den Rücken. Ist guck mal, du hast so... Oh, jetzt musst du irgendwas treffen. Messing hast du hier. Ja, yeah, allen Scheiß. Du hast sogar Ölschiefer. Ja, ja. Das ist gut. So, kannst du da mal weggehen? Ich muss da mal ran. Ja, halt doch einfach dein Maul. So. Ja, Entschuldigung, dass ich uns hier noch ein paar Pfeilspitzen machen möchte. Ich hab noch ein paar Pfeile. Ich hab noch 5 und 14 Munition. Wieso kann ich keine Pfeilspitzen aus Eisen herstellen? Musst du mir Spiegel machen? Was muss ich denn da craften für, skillen für? Yeah, thanks. Bows and Arrows, da haben wir es doch. Alter, dann komme ich noch nicht mal auf Level 2? Was für ein Scheiß. Wieso kann ich da nicht auf Level 2? Was soll denn das? Na gut, dann lass uns erstmal Pause machen. Und dann in der nächsten Folge gehen wir ins Häuschen und dann ist Blutnacht. Wird uns Ragnar erstmal erzählen oder wird Ragnar erstmal versuchen, mich mit seinem ganzen Zielwissen zu zerstören? Jetzt hör auf zu labern. Was er seit 5 Jahren nicht schafft. Hör auf zu labern, uns geht die Zeit aus. In 3 Stunden wird's dunkel, Junge. So. Okay. So, erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson. Und No Budget Nerd. Pappnase.
Das ist Michi. Der Typ animiert uns. Digga, der ist aber voll hässlich. Man diskriminiert niemanden aufgrund seines Aussehens zu vollgekackten Bettpfanne. Abonniert diesen Kanal und folgt mir auf Instagram und Facebook. Also, ich finde ihn süß.